Verfahrensbegrenzung wirklich ein ganz, ganz schwieriges Verfahren und mich zu sagen, eine schwierige Geburt war. Am langen Ende bin ich aber auch selbstbewusst genug, um zu sagen, dieses Gebiet ist nahezu ein Gebiet der Superlative und ich möchte Ihnen auch erklären, warum ich dies als ein solches Gebiet erachte. Dieses Gebiet hat, wenn wir es formal betrachten, vom Aufstellungsbeschluss vom 4.4. des Jahres 1989 bis zum tatsächlichen Beschluss über den Bebauungsplan am 28.04.2009 über 20 Jahre gebraucht, bis es im Gemeinderat verabschiedet werden konnte. Und es gibt in ganz Hirschberg kein Baugebiet, welches, wenn wir es formal betrachten, vom Aufstellungsbeschluss bis letzten Endes zum Verabschiedungsbeschluss in Anführungszeichen, so lange gedauert hat wie der Sternzwinkel. Rechtskräftig geworden ist der Bebauungsplan dann am 12. Juni des Jahres 2009 und die Erschließungsmaßnahme konnte dann mit dem 17. September des gleichen Jahres 2009 beginnen. Warum sprach ich eben von der Begrifflichkeit der Superlative? Weil es kein Baugebiet in Hirschberg gibt, bei dem so viele Gutachten erstellt worden sind wie zu diesem Gebiet. Wir haben Verkehrsgutachten erstellen lassen, wir haben ein sehr teures und sehr detailliertes Einzelhandelsgutachten erstellen lassen. Sie alle wissen, dass insbesondere die Diskussion um den hier in wenigen Wochen und Monaten entstehenden Edeka-Markt und Nahversorger im Kontext zu einer möglichen Nahversorgung in der Ortsmitte in Großsachsen eine lange Diskussion mit sich führte. Aber wir haben auch, das wird bei vielen von Ihnen vielleicht zum Schmunzeln führen, wir haben auch ein Feldhamster-Gutachten erstellen lassen für diesen Bereich und viele, viele andere Gutachten mehr. Wir haben für kein Baugebiet mehr Bürgerversammlungen durchgeführt wie für dieses. Wenn wir die Bürgerversammlung, die sich um die eben bereits erwähnte Thematik der Nahversorgung rangt, mit hinzuziehen, waren es insgesamt 3 Bürgerversammlungen, die zu diesem Gebiet stattgefunden haben, in denen wir unsere Bürgerinnen und Bürger informiert haben. Es gab kein Gebiet, wo mehr Einwände gegen das Gebiet vorgebracht wurden als in diesem. Insgesamt 160 und von einer Bürgerinitiative gegen das Gebiet wurden uns sogar rund 900 Unterschriften gegen dieses Gebiet vorgelegt. Meine Damen und Herren, ich glaube, der Gemeinderat hat in einem auch erforderlichen Abwägungsprozess die richtige Entscheidung getroffen, dass dieses Gebiet für unsere Gemeinde und damit im öffentlichen Interesse nahezu unabdingbar ist. Vor dem demografischen Wandel und dem damit einhergehenden Hintergrund ist es wichtig, Einwohner für unsere Gemeinde zu gewinnen, um auch langfristig unsere Infrastruktur, sprich Kindergärten und Schulen, hier insbesondere im Ortsteil Großsachsen erhalten zu können. Und ich glaube auch, dass es uns in einem Prozess, in dem wir uns wirklich den Anregungen und Einwendungen des Gebiets geöffnet haben und uns mit diesen auseinandergesetzt haben, gelungen ist, in dem Prozess viele Verbesserungen für das Baugebiet selbst herbeizuführen. So ist es beispielsweise so, dass das Gebiet in seinem nordöstlichen Teil von der baulichen Ausprägung, sprich der Höhe, die die Gebäude erreichen können, seine größtmögliche Höhe erfährt und im südwestlichen Teil am tiefsten sein wird. Damit ist sichergestellt, dass gerade der vielen Großsachsenern wichtige Ort und Weg auch nachhaltig über Generationen hinweg erhalten bleibt. Dem künftig entstehenden Seniorenzentrum sich befindet und damit auch vielen Seniorinnen und Senioren einen kurzen Weg ermöglicht, sondern es ist uns zwischenzeitlich auch gelungen, zumindest mal in einer Art Testphase den Markt in dem Ortskern und damit an der Ecke der Brunnengasse zur Breitgasse hin zu erhalten. Ich sage Ihnen als Bürgermeister auch, es ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, dass über diese Testphase hinaus dieser Markt erhalten bleibt, aber ich betone nochmals an dieser Stelle, dass ich es für durchaus realistisch halte, dass dieser Markt erhalten bleiben kann, denn nicht zuletzt steuerliche Gründe, wenn hier unten beispielsweise Gewinne geschrieben werden und in dem Markt oben in Anführungszeichen Verluste, können dies auch zu einem positiven Ergebnis werden lassen, sondern insbesondere auch logistische Gründe. Herr Zeilfelder, der beide Märkte,
Märkte später betreiben wird, ist in der glücklichen Ausgangssituation, ganz andere Einkaufspreise von der Firma Edeka zu bekommen, weil er künftig mehr einkaufen wird, als er dies bisher getan hat. Und mich vielleicht noch einige statistische Zahlen zu dem Baugebiet loswerden. Insgesamt reden wir über eine Größe von 7,5 Hektar, von denen 5,3 auf das Bauland entfallen. Im Wohngebiet liegen davon 3,9 Hektar, auf Gewerbe entfallen 1,1 Hektar und auf das Mischgebiet 0,3. Insgesamt entstehen 123 Grundstücke und insgesamt 157 mögliche Wohneinheiten, bei welchen wir mit ca. 300 bis 350 zusätzlichen Einwohnerinnen und Einwohnern für Hirschberg rechnen. Zu den Zahlen der Erschließung wird vielleicht Herr Hecht gleich noch mehr sagen, aber ich kann es schon vorwegnehmen, 2,7 Millionen brutto wohlgemerkt hat die Erschließung in der Gänze gekostet und ich denke auch dies war ein Aspekt, der natürlich auch eine gewisse Rolle spielt und ist auch ein Stück Wirtschaftsförderung.